So, meine Damen und Herren, wir machen weiter und schauen uns mal an, wo der Typ uns hinbringt aus der letzten Folge. Der schuldet uns ziemlich Geld. Big thing about cougars is they see you, not the other way around. That may be, but you'd see this one. I've been hunting with my pa. Shot all kinds of cats. Never one like this. In another life, I'd have sought my fortune outdoors, not in the hot, stinking belly of a tar pit. I ain't interested in your regrets or your life story, Mr. Holmes. Just your damn money. Drive. Angeblich hat ein Puma das Geld gegessen, was er dem Strauß schuldet, seinen deutschen Kameraden aus der Gang. Und möchten mal gucken, wo er uns jetzt hinbringt. Here we go. This is it. Her den. We should leave the horses. Easy. Easy, girl. Easy, girl. Mein schöner weißer Alabaster. Wir haben die Schrotflinte dabei. Da gibt es dann ordentlich in die Birne. Show me. You'll see her soon. Quiet now. Won't be able to miss her shining in the dark. Wähle im Waffenrad eine Laterne aus, um dunkle Orte zu erleuchten. Freue nicht. You hear that? There's a cougar in here. And I bet she's white as virgin cotton. Okay, er ist angeblich so weiß wie frische Baumwolle. Hier sieht es aber nicht danach aus, als er die Puma wäre. The tunnel diverges up here. I'll take the left, you go right, and we'll see if we don't converge down a ways. And look out for her. Yeah, yeah. So. Okay, wird's todesdunkel. Müssen wir doch einen Revolver nehmen und so. Wir nehmen mal die mit, die hat mehr Power. Holmes? Finde Holmes. Winton Holmes? Oh, unheimlich, unheimlich, Leute. Ach du heilige Wunder. Finde und erlege den weißen Puma. Ja, nichts leichter als das. Weißer Puma. Ah, da bist du ja. Eins, zwei, drei, vier. So oft ins Gesicht, wie wir ihn reinschießen. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, weil es so schön war. Oh, 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 oh. Ein weißer Puma. Mm. Nehmen wir mal sein Fell, mal gucken, ob das wirklich so ist. Aber sieht nicht nach einem legendären Vieh aus, ne? That'll be rare. Der hat hier ordentlich was weggefetzt an Tiere. Da hat er ein paar Menschen umgebracht. Wir legen mal kurz ab den Scheiß. Okay, kann ich nicht. Ich wollte den eigentlich erst ausnehmen, aber geht nicht. Ah na, dann gehen wir mal raus. Ein weißer Puma. Naja, jetzt ist es nur noch ein kleiner toter Puma. So, der eine hier oben, der ist ja tot, ne? Den hat er ja umgebracht. Armer Kollege da. Naja, so kann es manchmal kommen. Wollen wir mal los, ne? Dann aufs Pferd und dann müssen wir dieses Fell zurückbringen. Eben gerade ist auch unser Level abgekommen. Das war ganz kurz. Ich habe fast vergessen, die Aufnahme anzumachen. Da ist kurz Level abgekommen. Your man ain't coming.
So. Tierhäute, Pelze, Fleisch und andere Gegenstände kannst du in den Städten bei dem Schlachter verkaufen. Okay, wir sollen das beim Schlachter verkaufen. Tja, dein Besitzer kommt nicht mehr. Was machen wir jetzt mit dir? Ich habe da eine super Idee. Warum kann ich... Oh, ich wollte das Ding erschießen. Schade. Ich wollte schon... Ich erschieße gerne Pferde. Das ist jetzt... Nein, das ist nicht nett. Es tut mir leid. Mal gucken, wie viel uns dieses weiße, super tolle Puma-Fell bringt, weil der uns... Das ist wieder gewesen. Ich lenke nach rechts, aber er geht nicht nach rechts, sondern steuert direkt auf den Baum zu. Ich weiß nicht, wieso das manchmal so ist bei diesen Steuerungen. Vielleicht liegt das auch an der Steuerung selber, denn wenn ich zum Beispiel an einem Baum sehr eng vorbei will, steuert der Joypad von alleine darauf zu. Warum auch immer. Und ich kann auch nicht ausweichen dann. Das ist mir schon aufgefallen. Öfter. Ist er nicht schnell, unser Horse hier? Er ist richtig schnell unterwegs, liebe Freunde. Strawberry. Was willst du? What devil's got a hold of you? Keiner. Na, dann wollen wir mal gucken, was ist der. Slow down. Ja, ja. No problem. So, dann gucken wir mal, was uns der Schlachter hier so gibt. Verkaufen. Wo ist das weiße Puma-Fell? Das Fell eines weißen Pumas erhält zur Begleichung von Winston Holmes Schulden. $38 hatte der Schulden. Das ist ja der Hammer. Wow. Was hat er denn sonst so? Was hat er zu... Was kann man bei ihm kaufen? Abgehangenes, zartes Schweinefleisch. Erstklassiges Rindfleisch. Hm. Wir nehmen mal ein bisschen was mit. Dankeschön. So, jetzt müssen wir zu... Oh, guck mal. Hier hatten wir ja noch eine Mission und das mit dem Geld könnten wir noch abgeben, ja? Also wenn wir jetzt in die Basis zurückgehen, dann können wir ja automatisch das Geld abgeben. Das kommt in die Kasse wegen den Schulden. Aber ich wollte ja eh nach Strawberry. Ich weiß nicht, welche Folge das war. Das ist aber schon ein bisschen her. Da habe ich gesagt, ja, wir gehen zu dem M und machen auf jeden Fall die Mission. Und wir sind nie hingegangen. Jetzt sind wir hier und jetzt werden wir hingehen. Na, ist gut. So, Verbundenheitsstufe mit dem Pferdestufe 3. Das heißt, noch eine Stufe können wir machen. Dann haben wir das Pferd voll ausentwickelt. Also so weiter geht's halt einfach gar nicht. Okay, wir können hier runter. Ja, ja, ist ja gut. Nicht zu schnell. Ah, guck mal. Und ich streichel das immer die ganze Zeit. Ihr seht das ja ab und zu immer. Ich klopp dem da immer auf die Schulter. Das liegt halt einfach daran, dass ich dass die Verbundenheit sehr hochhauen will. So. Und wir sollen uns hier mit irgendjemandem treffen. Ah. Hey, Arthur. Ah, Arthur. Good to see you. Why? You want rescuing again, dear? No, I got a plan to make it up to you. A plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy, not one of those gentlemen
trying to protect his riding clothes. Well, I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Sure seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time into Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Wir hatten ihn ja vor kurzem befreit, der ist ja verrückt, der hat ja die Frau, den Mann und die anderen da erschossen. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dodge without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said. The end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. Entschuldigung, Leute. Too much. Forgive me if I ain't wholly faithful in something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good. Wir nehmen hier mal die Schrotflinte rein. Davon haben wir gar nicht mehr so viel Schuss. Nehmen wir die mal wieder mit. Damn, old Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. How the hell you and Lenny end up down here, anyway? Oh, you know how it is? A few loose ends? Drink here, drink there? What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry. Making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser? I seen you come full undone more than once now, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Keine Redeoption? Dann reden wir. Wir hatten ihn ja befreit aus dem Gefängnis. Die Folge ist auch online. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Mal gucken, was er vorhat. So tolle Ideen hatte er bis jetzt nicht. Wollen wir mal sehen. Will der denn hin? Ach, hier oben bestimmt auf dem Berg, um von irgendwo den Kutsche da zu beobachten. All right, this is the spot. Hold up on this ridge. Ja, da wollen wir mal sehen. Ah, da unten soll die wohl kommen. He should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Erinnert mich an den Typen von GTA 5, dieser Verrückte. Oh, here they are. Right on time. Get covered up. Come on! Ride! Here! Maske ist auf. Warte. Dann müssen wir einmal kurz an die Tasche. Ich brauche bitte ein bisschen Deadeye-Power. Das heißt, ich muss mal was Dickes essen. Ah, das reicht schon. So, weiter geht's. Mein Pferd ist ja ziemlich schnell. Up, we got company.
Oh, babe. Warte. Da haben wir ihn. Habe ich ihn. Der lebt ja immer noch. Okay. Komm. Wohin mit dem Scheiß? I'll give it to them. They put up half a fight at least. Yeah! Baylock! Come on, boy! Mein Pferd auch gleich hinterher rufen. Das war ein krasser Ritt. Here. Buy a new rifle, too. Here you go, Arthur. From me to you. That's more your style than mine. Ein Lancaster Repetiergewehr haben wir gekriegt. Ein Lancaster. Okay, ich kann nicht wechseln. Das heißt, ich habe das, glaube ich, gerade gekriegt, oder? Nee, das ist meine eigene. Ah, das ist die neue. Die hat sogar Hochgeschwindigkeit. Warte mal, was nehmen wir überhaupt jetzt, wenn jetzt welche kommen? Expressmunition oder Hochgeschwindigkeit? Mehr Schaden. Something like that. You don't want to just break it open here, be done with it. Could be more than we can carry. 14 Schuss. And there might be a second crew of riders tailing. All right then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're like shit. Now we're being robbed. Get across the river. Ja, jetzt wollen andere den ausrauben. Oh Scheiße. What the hell? Geht's los, Baby. Come on, Arthur, get out of there! You dumb bastards! Jetzt wollen die uns ausrauben. Okay? I think so. Just keep your head down. Let's finish. Die Waffe ist stark. They're goddamn O'Driscolls! I can see that! Einer ist noch da. Boah, ist das schwer mit dem Joypad. Ich bin so ein Konsolenspieler. Aber mit Dead Eye kann ich echt mehr machen. Da kann ich nicht essen jetzt gerade. Kann ich zielen. Komm, 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 lad nach. Okay, wir müssen versuchen, ein bisschen ruhiger zu werden. Ich glaube, ich muss das automatische Ziel wieder reinnehmen. Ich bin echt zu schlecht mit Joypad. Muss nachladen wieder.
Alter, wie oft soll ich den noch treffen? Why is it every job I do with you ends in a pile of dead bodies? Since when did you have a problem killing O'Driscolls? You've got a point. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. Nah. Let's take what we can and get the hell out of here. That lock should shoot off easy enough. I'll give you the honors. On account of, well, this little mess. That should do it.